Let's go. 3-4-2 Formation, meiner Meinung nach. Beste Formation, um Barbaro abzubauen, Leute. Oh, Bruder Filler. Oh, Jansen ist natürlich auch nice. Ah, ist natürlich ein echt stabiler Start. Aber, boah, da würde ich, glaube ich, schon echt über Rudi Völler gehen. Nee, ist der erste Hero-Card. Vielleicht neuer Hero-Rekord. Wer weiß, Leute, wisst es. Rekord liegt bei 5 bislang. Mal schauen, ob wir heute 6 kriegen, Leute. Lasst mir mal gerne ein Like, lasst mir gerne ein Abo. Oder Maguire, Digga. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Wir nehmen mal Maguire mit. Täglich 13 Uhr neue Videos. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einschalten würdet. Leute, wäre auf jeden Fall sehr nice. Und ja, abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, so verpasst ihr nichts. Ne, ihr kennt das Ganze, ja. Und das Allerwichtigste, wie immer, Kommentar da lassen. Denn je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus, desto besser werden die Videos angezeigt. Ihr würdet mich unterstützen, wäre auf jeden Fall sehr, sehr fresh von euch. Deswegen alle gerne kommentieren, was euer bester Spieler war dieses Jahr, den ihr gezogen habt, oder eure beste Karte im Draft, die ihr bislang hattet. Ich bin mal sehr gespannt, Leute, was ihr so bislang am Start hattet. Wir gucken mal, was hier noch so möglich ist bislang. Naja, ich glaube, wir gehen mal hier mit Mancini. Ja, können wir auch mit Romagnoli gehen, was soll's. Okay, hat gut angefangen mit Völler, ne, aber boah, seitdem, ja gut, okay. Ich will mich nicht beschweren. Wir haben die nächste Hero-Karte und zwar Jungberg. Diaz auch am Start und Nico Williams und Reitner und Swanson. Wir nehmen aber Jungberg mit. Nächste Hero-Card ist da. Voll Hero-Team incoming. Ihr wisst es doch. Mal gucken, ob wir es packen werden. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ihr wisst es, letztes Jahr die Full-Icon-Teams. Jetzt sind es die Full-Hero-Teams erstmal. Aber ich sag's euch, das ist noch schwieriger als Full Icon Team, weil Icons gibt halt viel, viel mehr. Beziehungsweise jetzt am Start gibt es fast gar keine Icons zu bekommen. Wir hatten erst eine Icon. Schreibt mir gerne rein, ob ihr überhaupt schon mal eine Icon hattet. Bin immer wirklich gespannt. Wie immer über Premier League mit Enzo Fernandez. Okay, ZOM. Komm, ZOM. Nee, Zero Card würde ich nehmen. Auf der ZOM-Position. Ja, kann man machen. Thomas Müller, die Legende. Nakata haben wir auch noch nicht. Oh, nice. Nächste Hero Card. Dreht sich Hero Card, Leute. Let's go. Let's go, let's go. Kann man mitarbeiten. Vielleicht noch ein neuer Hero Card. Hero. Oder Rekord. So, möglich. Erstmal der Torhüter. Gibt es überhaupt eine Hero? Er müsste eigentlich auch eine Hero Card auf der Torhüter-Position geben. Oh, das ist eigentlich perfekt. Italien und Premier League Keeper zugleich. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Team gefällt mir bislang, muss ich sagen. Gefällt mir bislang ganz gut. Gut, Maguire und den. Adingra müssen wir austauschen. Okay, jetzt die Frage. Ne? Wir hatten jetzt schon einige. Ich glaube, der wird jetzt relativ schwach werden, der Stürmer. Aber man weiß ja nie. Na gut. Füllkrug. Russo, Checo und Suarez. Oder Puado. Wir gehen mal mit Russo. Highest rated. Müssen wir eh austauschen. Wegen der Chemie. Aber wir wollen ja auch ein bisschen aufs Rating schauen. Ne? Und ein paar high rated Teams hier bauen. Schade. Wäre mir möglich gewesen. Lukaku mittlerweile bei Neapel wechselt jedes Jahr. Klassiker bei den bei Lukaku. Ich glaube, wir nehmen mal mit, vorsichtshalber. Wird uns keinen einzigen Chemiepunkt bringen. Danke dafür. Korrekt Geschichte. Ich dachte, wegen unseren Serie A-Spielern. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir ihn gleich noch. Man weiß ja nie. Rafinha haben wir noch. Hätten wir auch gut und gerne mal die Infront-Karte sein können. Der 86er. Cash haben wir noch. Keine Rechtsverteidiger. Rechtsmittelfeld. Oh, der kann sogar Rechtsmittelfeld. Ja, gut, Bruder. Warum nehme ich ihn überhaupt mit jetzt? Der hat 3 Rating-Punkte mehr. Als Adingare oder wie der Typ hieß. Naja, ja, wir machen mal weiter. Wir gucken mal. Vielleicht könnte Cash gleich noch wichtig werden. Boah, C. Roberto auch nice, ne? Boah, C. Roberto auch so eine nice Icon. McManaman oder C. Roberto ist jetzt die Frage. C. Roberto kann ZM links und links spielen. Jungberg haben wir eigentlich schon. Der kann rechts spielen. Das ist natürlich eigentlich nice. Und der ist Premier League. Boah, ich glaube, wir gehen mit McManaman. Den hatten wir auch noch nicht. Wo ich gerne C. Roberto hat. Bestimmt 5-Star, oder? Skills. Ja, der war eigentlich nice, ne? Aber okay, wir müssen McManaman für die Chemie mitnehmen und passt hier besser ins rechte Mittelfeld. Unser zentrales Mittelfeld ist dann doch ein Ticken besser besetzt. Vielleicht kriegen wir jetzt hier Roberto gleich noch. Vierte Hero-Card, Leute. Ja, es könnte doch noch möglich sein, hier einen neuen Hero-Rekord auf die Beine zu stellen. Mal abwarten. Wir bräuchten noch 2. Ich sag mal so, einer sollte, denke ich, noch möglich sein. 2 wird schwierig. Da müsste jetzt schon einer kommen und es kommt jetzt einer. Kann der Sturm spielen? Yep, Okocha kann Sturm spielen. Sehr nice. Damit haben wir unser Sturmproblem gelöst. Okay, let's go. Wir sind auch fast auf voller Chemie. Wir brauchen jetzt noch eine Icon. Was ist das, ey? Hier die 5 Offensiven natürlich absolut
absolut crazy. Maguire hier hinten, der regelt dann hier hinten alles. Stellen wir mal besser hier ins Zentrale, ne? Dann kann der hier schön mit Tempo über die Zentrale alles steuern, Digga. Und Romagnoli und Acerbi, die jetzt auch nicht gerade mega schnell sind über die eher Außenposition. Okay, komm, ein Hero noch. Muss doch möglich sein. Kunku haben wir noch. Kann der ZLM spielen? Glaube nicht. Ne, nur Stürmer. Na gut, nehmen wir trotzdem mit. Highest-rated Card, ne? Was soll der Geiz? Kann der ZLM spielen? Der kann ZLM spielen. Was ist, wenn wir das Ganze umstellen? Mit Kunku, ja. Dann haben wir wenigstens 84 anstatt 82er drin. Machen wir es erstmal so. Komm, eine Hero-Card noch. Ey, yay, mach jetzt kein Auge. Bitte. Wir brauchen noch ein Hero-Card. Das müsste doch möglich sein, oder? Makario nehmen wir mit. Können wir... Ich finde es ein bisschen schade, dass die Premier League Frauen nicht mit den Premier League Männern linken im Draft. Das wäre ein bisschen nice. Dann könnte man ein bisschen besser die Teams miteinander verbinden. Aber naja, gut. So ist das Leben, ne? Profan haben wir am Start. Nehmen wir mit. Von AC Mailand vier Spieler noch. Oh, bitte, ein Hero noch. Ich will jetzt hier nicht schon wieder mit 5. Wir hatten schon einige Male jetzt echt 5, ne? Das wäre echt bitter, wenn wir jetzt schon ja, das nächste Mal nur 5 Heroes haben. Volpani nehmen wir mal mit, 78 rated, kommen 3 Spieler noch, ein Hero noch, muss noch möglich sein, bitte, irgendwie ein Verteidigungshero wäre natürlich auch nochmal nice, da könnte man Maguire noch austauschen. Aber, ehrlich gesagt, sieht das gerade hier nicht danach aus, wir nehmen mal Alejandra Bernabe mit, ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr dran, weil Coita Hero habe ich bislang noch nicht einmal gehabt in FIFA dieses Jahr, von daher, boah, weiß ich jetzt nicht. Dudek gibt's, ne? Ich wüsste auch nicht, wen es noch geben sollte, außer Dudek. Schreibt's mal rein, welche Tour Heroes gibt's noch. Dudek? Fällt mir gerade auf die Schnelle ein, das war's auch, glaube ich. Lane-Partei spielen leider nicht. Tomiyasu auch nicht. Boah, dann nehmen wir Yuri Berichi mit. Okay, letzte Karte, Leute. Heute Card. Oh, bitte, Hero, komm, dann hätten wir nur einen Hero-Rekord. Kann doch nicht so schwer sein, 6 Heroes zu bekommen, anscheinend doch. Anscheinend doch schade. Aber unser Team ist nice. Unser Team ist nice. Ein Chemiepunkt fehlt, by the way. Noch werden kein Chemie. Bro, wer. Ah, okay. Ah, warte mal. Aber das können wir schnell ändern. Frag Enzo Fernandes rein. Oder what? Ah, dann haben wir unsere Innenverteidiger. Stimmt. Ach, Digga. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Dann haben unsere Innenverteidiger keine Chemie mehr. Naja, wir könnten jetzt hier sortieren. Aber naja, ob jetzt noch 84 oder 85 kommt, ist dann, glaube ich, auch egal. Wir müssen jetzt mal schauen, ob wir volle Chemie kommen überhaupt. Ich denke wahrscheinlich mal wieder nicht, ne? Wir bräuchten ja schon einen Serie A-Manager. Und wir haben einen Serie A-Manager. Oh, let's go. Und, ah ne, der ist nix. Holländer, Depau, sehr nice. Okay, ja, kann man mit arbeiten. Vielleicht können wir jetzt noch sortieren, dann werden wir vielleicht noch auf ein 85er-Team kommen. Ist aber, glaube ich, mein... Ja, nicht bestes Draft. Bestes Draft war ein 118er. Das war's, Leute. Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo. Das schaltet täglich ein. 13 Uhr. Schreibt mir mal gerne einen Kommentar. Je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus. Wen habt ihr dieses Jahr gezogen? Was war euer bester Spieler? Schreibt es in den Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein und ciao.